sind ja in eine völlig neue, völlig unsichere, völlig unkoordinierte Situation dorthin gekommen, wussten nicht, ob das selbst für sie vielleicht auch eine gefährliche Situation ist, weil es war ja nicht nur einfach nur Hochwasser, sondern es war ja toxisch, ne? Es ist Öl ausgelaufen, es sind Stromkabel lagen frei, die Häuser waren baufällig zum Teil. Also all diese Situationen mussten wir erstmal erfassen, mussten wir bewältigen, mussten wir bewerten und haben aber dann sehr schnell und sehr pragmatisch. Und das war so ein Bild und ein Gefühl, das ging Hand in Hand. Da hat niemand nachgefragt, darf ich das jetzt oder wessen Genehmigung brauche ich oder gibt es da ein Formblatt, das ich erst ausfüllen muss? Also, und das haben wir bis heute übertragen können. Also da wird nicht gefragt, was man braucht und welche Genehmigungen und welchen Bestellprozess ich für das Glasfaser oder sonstige Komponenten brauche, sondern da wird einfach gemacht und hinterher wird abgerechnet. Hallo, Herr Asrak. Ich grüße Sie. Ja, die Telekom mit Sitz in Bonn ist sehr nah erstmal geografisch gelegen am Ahrtal, aber auch ja, mit viel Manpower und technischen Hilfsmitteln im gesamten Flutgebiet vor Ort und hilft. Wie ist da der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist, dass noch nicht alles wieder so ist wie vor dieses Hochwasser und dieser Katastrophe. Es gibt noch einige Herausforderungen für alle, die dort an der Normalität arbeiten und auch für alle, die noch selber betroffen sind. Wir haben natürlich sehr schnell geholfen, nicht nur was die Infrastruktur angeht, sondern darüber haben Sie ja schon berichtet, auch durch Hilfsaktionen, durch Spenden. Wir haben Kolleginnen und Kollegen freigestellt, um dorthin zu fahren und zu helfen bei den Aufräumarbeiten, unabhängig von den vielen Hunderten und Tausenden, die seit Beginn dort an der Infrastruktur arbeiten. Jetzt haben wir aber die Situation, dass wir immer noch etwa 2.500 Anschlüsse noch nicht so weit hergestellt haben können, dass die entweder instand gesetzt, repariert wurden oder mit einer Alternative ausgestattet sind, weil die Zerstörungen einfach enorm sind. Und wir haben ja auch sehr schnell versprochen, dass wir Infrastruktur nicht nur instand setzen, sondern auch komplett neu bauen. Und da, wo wir neu bauen, verwenden wir zu 100% Glasfaser, also bis in den Haushalt. Bisher haben wir es ja bis an die grauen Kästen am Bordstein gemacht. Jetzt gehen wir den letzten Schritt und sagen, da machen wir Glasfaser bis ins Wohnzimmer. Das sind etwa die 2.500 entlang der Ahr. Aber das braucht leider ein bisschen mehr Zeit als die Reparatur, weil wir ja die alte Infrastruktur erst rausnehmen müssen und dann neue zu verlegen. Und da brauchen wir die Unterstützung und die Kooperation auch mit den Behörden vor Ort. Wir brauchen die Gewissheit, wo können wir denn bauen? Wo werden denn künftig Hochwasser, Schutzgebiete ein? Wo werden Deiche und Dämme gebaut? Wo ist ein Flutgebiet vorgesehen, das auch Flutwasser absickern kann? Also all diese Planungen, die brauchen wir, damit wir verlässlich wissen, wo können wir neu bauen? Und dann brauchen wir auch die Baugenehmigungen und wir brauchen natürlich auch die Zustimmung der Eigentümer der Häuser und Wohnungen, dass die uns erlauben, ja, ihr dürft bei uns auch in die Wand kommen. Also all diese Dinge sind in Planung. Es gab auch schon drei Spatenstiche dazu, da wo wir schon das alles erledigt haben. Also es geht voran, aber leider nicht so schnell, wie sich viele erhoffen. Haben Sie da schon einen kleinen Ausblick, wie wann ungefähr damit zu rechnen ist? Oder ist es wirklich abhängig davon, welches Haus oder wo überhaupt ein Haus später mal stehen wird? Auch das ist ja noch fraglich. Dürfen die Häuser wieder da aufgestellt werden, wo sie standen?
sind ja etliche, die abgerissen wurden oder vielleicht noch abgerissen werden müssen. Gibt es Genehmigungen, die in diesem Hochwassergebiet wieder da zu errichten oder müssen die ganz woanders bauen? Also das sind alles Dinge, die noch nicht abschließend geklärt sind. Deswegen haben wir auch keinen Zeitplan und ich möchte auch ungern einen nennen, weil das natürlich Hoffnungen weckt, die dann vielleicht sogar enttäuscht werden. Haben Sie Aber nicht? wir, ja. Haben Also jeder kann sich sicher sein, dass wir weiterhin ohne Nachlass mit wirklich viel Druck, Tempo, Engagement und Leidenschaft dabei sind. Sie sich denn selbst schon einen eigenen Blick vom Flutgebiet machen können? Waren Sie? Ja, ich war nicht nur in den Anfangstagen vor Ort selber und als Unternehmenssprecher habe ich ja Medien dort begleitet, sondern auch unabhängig von den Medien vor Ort gewesen, um ein Gefühl, um einen Eindruck zu bekommen, um diese Betroffenheit zu spüren, und aber auch das Engagement, das unsere Kolleginnen und Kollegen dort zeigen, auch zu würdigen. Ja, sind ja in eine völlig neue, völlig unsichere, völlig unkoordinierte Situation dorthin gekommen, wussten nicht, ob das selbst für sie vielleicht auch eine gefährliche Situation ist, weil es war ja nicht nur einfach nur Hochwasser, sondern es war ja toxisch, ne? Es ist Öl ausgelaufen, es sind Stromkabel lagen frei, die Häuser waren baufällig zum Teil. Also all diese Situation mussten wir erstmal erfassen, mussten wir bewältigen, mussten wir bewerten und haben aber dann sehr schnell und sehr pragmatisch. Und das war so ein Spirit, und ein Gefühl, das ging Hand in Hand. Da hat niemand nachgefragt, darf ich das jetzt oder wessen Genehmigung brauche ich oder gibt es da ein Formblatt, das ich erst ausfüllen muss? Also, und das haben wir bis heute übertragen können. Also da wird nicht gefragt, was man braucht und welche Genehmigungen und welchen Bestellprozess ich für das Glasfaser oder sonstige Komponenten brauche, sondern da wird einfach gemacht und hinterher wird abgerechnet. Gibt es denn noch solche mobilen Kundenzentren vor Ort? Ja, nicht mehr ganz so häufig, weil von den sehr vielen Haushalten, ich glaube, es waren 50.000 oder 150.000, sind ja bis auf die 2.500 jetzt alle wieder versorgt. Wir haben auch Mobilfunklösungen als Überbrückung dort einrichten können. Und auch die Fragen der Bevölkerung vor Ort sind insgesamt weniger geworden. Wir haben ja am Anfang gesagt, die können da nicht weg, die brauchen Informationen. Die haben momentan ganz andere Sorgen, als die Hotline der Telekom anzurufen. Deswegen waren wir sehr schnell vor Ort und haben gesagt, wir klären hier alles, was wir hier klären können. Ja. Also punktuell gibt es die noch, aber nicht mehr in der Intensität wie am Anfang. Vielen Dank. Gibt es noch etwas, was gesagt werden sollte? Ja, ich kann im Namen des Unternehmens auch Danke sagen an alle, die mitgeholfen haben. Nicht nur die eigenen Kolleginnen und Kollegen, sondern es waren ja auch ganz, ganz viele andere ehrenamtliche Helfer, die Zusammenarbeit mit dem technischen Hilfswerk, mit der Feuerwehr, mit der Polizei und auch die Geduld derjenigen, die da betroffen waren, mit all ihren Sorgen und dieser Betroffenheit. Und es war sehr wohltuend zu sehen, dass wir auch nicht nur virtuell, sondern auch wirklich Schulterklopfen geerntet haben, dass die Menschen honoriert haben, dass wir da sind und was machen. Und das zeigt auch wieder, dass wir als Telekom ja Teil der Gesellschaft sind und uns auch so fühlen und dann auch da sind. Und es zeigt auch, dass es gut und auch richtig ist, dass eine deutsche Telekom so groß ist, weil wir dann auch tatsächlich in diesem Ausmaß helfen können. Das hätte ein kleines mittelständisches Unternehmen, das Telekommunikationsdienstleistungen anbietet, nicht leisten können. Wie ist denn die Lage übers Ahrtal hinaus, also in NRW? Wie sieht es da aus? Also ich habe das Ahrtal jetzt, das ist vielleicht nicht ganz geschickt gewesen, symbolisch für alle Regionen. Wir haben natürlich in NRW, in Euskirchen haben wir auch die schlimmen Situationen gehabt. Und auch da ist es ähnlich. In Euskirchen ist es so, dass wir sehr viel neu bauen müssen.
Und da spiegelt sich das tatsächlich in der Art und Weise, wie wir da vorgehen, wie abhängig wir sind von der Kooperation mit den örtlichen Behörden, mit der Planungsphase. Wie wird denn da jetzt auch Hochwasserschutz künftig umgesetzt? Aber auch da lassen wir nicht locker. Das ist für uns natürlich genauso wichtig in NRW sowie in Rheinland-Pfalz, für eine Situation zu sorgen, die für alle wieder Normalität bedeutet. Vielen lieben Dank. Ja, Ich also danke Ihnen. danke, dass Sie so viel Zeit genommen haben und ja, alles Gute für Sie. Ja, Ihnen auch und ja, vielen Dank auch, dass Sie nicht ablassen, darüber zu berichten.